Barbara Thalheim war eine deutsche Künstlerin und Musikerin, die in ihrem Leben und ihrer Karriere viele Nöte und Tragödien erlebte. Barbara Thalheims Leben war von vielen Strapazen geprägt, doch in ihren künstlerischen Aktivitäten zeigte sie Kraft und Leidenschaft. Barbara Thalheim wurde in eine Familie mit kommunistischer Vergangenheit in Deutschland hineingeboren. Ihr Vater, Werner Thalheim, durchlebte schwierige Zeiten, als er 1933 nach Afrika und Frankreich emigrierte und dann an die Gestapo ausgeliefert wurde. Werner Thalheim überlebte die Tragödie im KZ Dachau und arbeitete nach dem Krieg in verschiedenen Kulturorganisationen der DDR. Von ihrem Vater lernte Barbara Thalheim den Wert von Widerstand und Mut im Leben. Barbara Thalheim absolvierte eine Gesangsausbildung am Zentralen Unterhaltungskunststudio der DDR und studierte an der Hochschule für Musik, Hans Eisler, Berlin bei Professor Wolfram Heiking. Sie verbrachte viele Jahre damit, ihre musikalischen Fähigkeiten zu studieren und weiterzuentwickeln, und ist dadurch zu einer Künstlerin mit einer emotionalen und kreativen Stimme geworden. Neben ihrer Musikkarriere erlebte Barbara Thalheim auch privat viele Schwierigkeiten. Ihr Liebesleben war mit vielen Schmerzen und Herausforderungen konfrontiert. In ihrem Liebes- und Privatleben sind ihr schlimme Dinge widerfahren. Doch trotz dieser Schwierigkeiten gab Barbara Thalheim ihre Leidenschaft und ihren Glauben an die Kunst nie auf. Barbara Thalheim hatte zwei Töchter mit dem Autor Fritz Jochen Kopka und lebte in Berlin. Auch das Familienleben und die Betreuung ihrer Kinder sind ein wichtiger Teil ihres Lebens. Sie hat gelernt, ihre künstlerische Karriere und ihre Rolle als Mutter in Einklang zu bringen. Die Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten in ihrem Leben und ihrer Karriere ist für Barbara Thalheim eine Inspirationsquelle für ihre künstlerischen Arbeiten. Sie hat Musik und Texte geschaffen, die ihre Stärke und Entschlossenheit zeigen. Sie drückte ihre tiefen und gefühlvollen Gefühle durch ihre Musik aus und hat seitdem die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich gezogen. Trotz der Schwierigkeiten und Schmerzen in ihrem Leben zeigte Barbara Thalheim Stärke und Leidenschaft in ihren künstlerischen Aktivitäten. Sie hat viele Herausforderungen gemeistert, aber ihre Seele und wird immer noch durch ihre Musik strahlen. Barbara Thalheim ist ein Beispiel für Geduld und Leidenschaft im Leben und in der Kunst. Barbara Thalheims Musikkarriere hat ihr Ruhm und eine Fangemeinde eingebracht. Mit ihrer einzigartigen Stimme und kreativen Fähigkeiten hat sie die Aufmerksamkeit eines großen Publikums auf sich gezogen. Barbara Thalheims Musik und Texte enthalten oft Tiefe und Emotionen und drücken verschiedene Aspekte des Lebens und der Liebe aus. Das Leben und die Karriere von Barbara Thalheim waren auf Geduld und Entschlossenheit aufgebaut. Sie lernte, sich Schwierigkeiten und Herausforderungen zu stellen und niemals aufzugeben. Der Schmerz in der Liebe und im Privatleben hat ihr geholfen, in der Kunst stärker und kreativer zu werden. Barbara Thalheim hat ein turbulentes Leben hinter sich, von ihren Anfängen in einer Familie mit kommunistischer Vergangenheit bis hin zu den Schmerzen und Herausforderungen im Liebes- und Privatleben. Sie fand jedoch einen Weg, diese Erfahrungen durch Musik und Kunst auszudrücken und so wertvolle und bedeutungsvolle. Et il a escaladé l'homme, il est tombé sur la terre. Bouah! Quand il est tombé là, il a, le cri a fait que presque toute la cour était réveillée. Parce qu'il a crié. Donc maintenant son père est sorti. Tout le monde est sorti. Souleymane, c'est Souleymane, c'est Souleymane. On allume les lumières. C'est Souleymane, c'est Souleymane. On prend Souleymane. On dit Souleymane, il y a quoi Souleymane parfois? On dit Souleymane, qu'est-ce qui se passe? Souleymane ne parle pas. Son père dit, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Sa mère sort, oh, mon fils ne parle pas.
Qu'est-ce qui s'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mon fils ne parle pas. C'est les ennemis. Comme c'est le premier, c'est les ennemis. Ils sont en train de détruire mon fils. C'est les ennemis. Arrêtez pour vous là. Suleiman ne parle pas. On dit, Suleiman, tu as quoi, mon bigra? Suleiman ne parle pas. Suleiman, mon bigra. Suleiman ne parle pas. On dit, ok. Suleiman a commencé à grelotter, à avoir la fièvre. On dit, bon, demain matin, le matin, on s'élève. Suleiman ne parle pas. Suleiman est toujours avec la fièvre. Il ne parle pas. Ses yeux sont écarquillés comme ça. Suleiman ne parle pas. On dit, ok. Suleiman, pendant 2 semaines, Suleiman ne peut pas parler. Son père a commencé à le voir, aller consulter, envoyer des potions pour Suleiman, pour qu'on badigeonne le corps de Suleiman, pour qu'on lui donne à boire. Enfin, la 2e semaine, Suleiman a commencé à parler. Il a commencé à conter son histoire.